Hallo Leute und willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel. Jetzt musste ich gerade schon überlegen. Jetzt fallen wir ja erstmal runter. Yay. Toller Anfang. Zweiten Staffel von Seven Days to Die. Aktuell mit dem Knick, der hier irgendwo sein Unwesen treibt. Knick. Ich bin vorne im Eingangshäuschen. Ah. Ja, ihr sitzt. Naja, das wahrscheinlich kann ich weglassen. Ihr seht es ja schon, wir haben schon ein bisschen was gemacht. Aktuell haben wir auch noch den Loot-Timer auf Maximum, also du baust halt alles instant. Das wird wieder umgestellt. Naja, ihr seht, wie viel Holz hier drin ist. Ich kann es nochmal anders demonstrieren. Sekundchen. Hier unten allein schon. Ja, wir haben schon ein bisschen gebaut. Ist aber jetzt nichts Weltbewegendes. Wir haben nur ein paar Häuser hier hingesetzt, wollen hier noch Felder erweitern, etc. Ich war erst am Überlegen, ob ich das noch aufnehmen soll. Dein Ernst? Ich war erst am Überlegen, ob ich das noch mit aufnehme. Ich habe es dann doch erstmal gelassen, weil, naja, wir haben relativ schnell eine Kettensäge gefunden und einen Bohrer. Und ja, erstens, es ist laut. Den ganzen Wald, hier mussten wir selbst anpflanzen. Und, naja, das Holz hier alles besorgen, das war relativ umständlich. Und das wäre ziemlich langweilig gewesen. Wir werden mit Sicherheit auch mal wieder die ein oder andere Bauphase haben. Und die werden wir dann auch mal ein bisschen dokumentieren. Aber erstmal gehen wir jetzt schön auf eine kleine Loot-Tour. Ist nur die Frage, wo gehen wir denn mal hin? Die Map muss gerade erstmal laden. Irgendwo in der Stadt im Wasteland. Die war. Wo war die? Östlich von uns. Aber da waren noch keine großartigen Häuser. So, da ist ein vollständiges Haus, da zwei. Ja, es hat sich aber, glaube ich, nicht so wirklich gelohnt. Da waren wir doch schon mal, da wurden wir doch von Hornissen eingekesselt. Ach, stimmt. Ich guck mal gerade, wir könnten Richtung Süden gehen. Richtung Süden war ich zum Beispiel noch gar nicht. Können wir machen. Gut, dann lass uns da einfach mal hindackeln. Ach, du musst mich noch in dein Haus reinlassen, da sind noch meine Konserven drin. Was für Konserven? Ein bisschen Essen habe ich noch, was habe ich für Loot-Tour aufgespart. Ach so, in das alte. Das hättest du vorher sagen können. Das lassen wir jetzt einfach mal noch kurz drin. Ich werde gleich da wieder ein bisschen cutten, wenn wir gerade einfach nur im Nichts stehen. Hier das alte Haus mit Garten und Knicks. Naja, Backpack. Aber ihr werdet es jetzt wahrscheinlich auch schon merken, wenn ihr das Video seht. Wir haben jetzt wieder ein paar Frames. Ein paar mehr sogar. Ich laufe gerade mit locker flockig 40 Frames rum. Das geht auf jeden Fall klar. Kommst du jetzt langsam mal hoch? Ja. Eben noch hier meine Sachen verstauen. Ja, hier haben wir nicht mehr viel Wooden Club und so Müll. Haben wir alles schon leergeräumt. Also das war quasi unsere Anfangshütte. Hier wächst noch so ein bisschen Mais. Unser letzter Rest. 3. Super. Welche Ironie. Tür zu oder Tür offen lassen? Offen. Ja, jetzt kommen wir hoch. Kann man. Sonst machen wir hier ein... Nee, wir machen hier keinen Cut, das wäre jetzt auch blöd. Der Anfang wird halt jetzt wieder ein bisschen langweilig. Vor allem, weil der Heini da hinten so ewig braucht, um hier einmal hochzukommen. Okay. Schnapp dir dein Essen und los geht's. Nein, ernsthaft, los. Das ist doch langweilig. Vor allem, ich will jetzt auch mal looten, ich habe keinen Bock mehr, Bäume zu fällen. Wer war hier der immer looten wollte, hä? Du, aber erstmal sollten Häuser bauen. stehen. Egal. Ich laufe schon mal ein Stückchen los. Mach das. Richtung, ich glaube, das ist Wasteland, Burntland. Das werden wir gleich sehen. Nochmal schön durch unsere Eingangshütte hier. Das Ganze ist übrigens, falls irgendwer von euch Ranzratte schaut, ein bisschen inspiriert von einem Livestream von dem Herrn. Ja. Also nicht wundern, wenn es ein bisschen ähnelt. Flupp. Ab ins Wasser. Wir brauchen Kaffee. Was wir nachher auch auf jeden Fall mal ausprobieren werden. Wir haben vorhin ja noch die letzte Folge der ersten Staffel gedreht, sage ich mal. Da haben wir im Cheat-Menü Kaffee-Pflanzen-Schlag-mich-tot gefunden. Kaffeesamen halt. Da gucken wir nachher mal. Vielleicht können wir uns ein kleines Kaffeefeld anpflanzen. Das wäre natürlich ganz fett. Zombies. Aber ich bin jetzt noch keine einzigen von gesehen hier. Viel zu ruhig. Hier nicht, aber ich treffe gerade mal wieder nichts.
bin inzwischen die Kettensäge gewohnt, ganz ehrlich. Egal, lassen wir es leben. Wir laufen mal weiter. Einfach straight Richtung Süden. Mal gucken, irgendwann finden wir hier eine Stadt, eine Straße oder sonstiges. Knick kommt ja gleich hoffentlich dazu. Ich habe ein Untouched Backpack gefunden. Lass die Backpacks liegen. Ich habe was zu trinken gefunden, ja. Weißt du, wie viel Stacks Wasser ich habe? Mehr als ich. Sag was, ich habe noch, keine Ahnung, 200 leere Gläser. Circa. Und 150 oder so gefüllte. Mehr als 150. Gib ruhig an, du. Ja, du sagst ja nie was. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, das Spiel ist zu laut. Egal. Ändern wir sonst bei der nächsten Aufnahme. Das stöhnt mich so komisch an. Ich fühle mich missbraucht. Gut so. Das heißt einfach nur, dass du schneller laufen sollst. Tue ich. Wir spielen jetzt übrigens Alpha 9.3, für die, die es irgendwie interessiert. Ja, was gab's Neues? Ich glaube, nur ein paar Bugfixes für Server. Nichts Besonderes, und was mir so aufgefallen ist, die Zombies spawnen jetzt teilweise so ein paar Meter in der Luft und fallen dann einmal runter. Ich hatte noch gelesen, dass Mais jetzt zwar alle 14 Minuten wächst, aber dafür ein bisschen weniger Essen droppt. Stimmt, und dass wenn du drüber läufst, gehen die nicht mehr kaputt. Das ist cool. Das sagst du mir früh. Und ich schreie mir immer auch an, gesagt, wenn ihr über mein Feld dackelt. Nicht das mit dem Rüberlaufen. Oder ich hab dir nicht zugehört. Das als erstes. Aber genau, du hörst mir nicht zu. Was hast du gesagt? Hab dir nicht zugehört. Jetzt schweige ich dich an. Bislang ist hier übrigens nichts. Also wirklich nichts. Ungefähr ein halbes Dutzend Zombies. Nur ein halbes Dutzend? Ja, aber davon dann nicht nur die Hälfte nackt. Scheiße. Ja, nackte Zombies, da steht da drauf. Also wenn ihm eine Krankenschwester über den Weg kommt, nicht wundern, wenn man dann länger nichts von ihm hört. Krankenschwester und nackte Männer sind zwei verschiedene Sachen, ja? Für dich? Hey, eine Straße. Ja. Rechts oder links? Scheiße. Rechts. Ja, es gab's wie gesprungen. Gehen wir rechts. Passt. Hey, ich hab eine Krankenschwester. Warte, ich komme. Die ist tot. Geht noch. Also wirklich tot, nicht nur untot. Ja, würde so lange noch warm. Jetzt komm hier hin. Ich hole dir schon mal ein paar Zombies. Warte, ich seh dich sogar. Ja, das ist doch schön. Warum soll ich das nicht sehen? Oh, warte, hier ist noch eine Krankenschwester. Ja, ich laufe schon mal ein Stückchen weiter. Liebe es, ihm einen Knüppel an den Kopf zu hauen. Wir laufen jetzt mal noch ein paar Meter. Sonst cutte ich gleich mal kurz, bis wir irgendwie was finden. Den wollte ich zwar nicht erwischen, aber egal, er ist tot. Mal kurz auf die Map linsen. Ja gut, wir haben nach rechts und links massig Spielraum. Das sollte echt kein Problem sein. Das freut mich. Das erhält meinen Tag. Hey, ich habe einen Player-Kill. Ja, wir haben jetzt heute, beziehungsweise ich habe heute endlich die Funktion entdeckt. Naja, was heißt endlich? Ich kannte sie schon, ich habe nur nicht gesehen, dass da kein Haken ist. So von wegen Friendly Fire, das war deaktiviert. GG, Patrick. Ja, man muss ja nicht alles sehen. Oder? Cheerleader. Jetzt komm hier hin, wir wollen looten. Haben wir Cheerleader waren witziger. Haben wir ein Ziel zum Looten? Upsala. Essen wäre sehr wichtig mittlerweile. Ja gut, Essen. Trinken können wir echt liegen, Schneebiom. Trinken können wir sonst echt liegen lassen. Blaubeeren kann ich hier aber mit einsammeln. Was gibt's denn sonst noch? Ja gut, 44er Parts, SMG Parts, Sniper Parts. Wobei ich bislang noch nie irgendwie wieder eine Sniper gesehen habe. Geschweige denn. Ich auch nicht. Also, geschweige denn Parts, genau. Ich habe bislang noch keine Sniper oder so gesehen. Also mal gucken, ob wir da mal Glück haben. Ein 44er Part habe ich schon. Aber naja, das war's dann auch. Was wir noch bräuchten, wäre Buess und so. Buess, Autobatterien. Na. Ich hab Cowboy-Stiefel. Cool. Können wir aber herstellen. Stirb. Okay. Nicht du. Oh, da ist ein Kaninchen. Schneller, Crossbow, schneller. Lass es sitzen, mein Gott. Der Zombie hat sich als Bodyguard verdient, oder? Uncool. Oh mein.
Ja, ich bin echt mal gespannt, wann sie endlich was reinbringen, von wegen Tiere züchten und so. Schweinchen! Hühner wäre am besten. Was für Tiere wäre mir ehrlich gesagt relativ egal. Schweine bringen halt relativ viel. Ebenso Hirsche. Mir geht's halt nur darum, dass wir dann auch wirklich Tiere quasi züchten können. Das wäre schon ganz... Ja. Geh halt einen Meter nach rechts. Geht doch. So. Bist du noch irgendwo bei mir in der Nähe? Ach, da hinten bin bist grad, du noch. Ich bin kurz vorm Schnee. Ich muss gerade was essen. Ich esse erstmal eine schöne Ofenkat... Keine Ahnung. Sieht aus wie eine ungekochte, dreckigere Kartoffel. Hast du das wieder gekocht? Nein, ich kann nicht kochen. Aber ich habe hohen Hasen gegessen. Ja. Ernsthaft? Hast du echt nichts mehr zu essen? Doch, aber das riecht man. Ich konnte nicht kochen. Also, esse ich es halt. Soll ich den Hirsch erlegen? Nee, lauf durch. Alter, ich treffe das Ding nicht. Lebensmittelvergiftung, ich kann nicht laufen. An dieser Stelle mache ich mal einen kleinen Cut und wir sehen uns wieder, wenn wir irgendwas gefunden haben. So, da hat, naja, der Knick was gefunden. Er ist vorhin hier verreckt, weil er sich mit einem Zombie anlegen wollte. Warum kann ich mich gerade nicht drehen? Ah, er hat provoziert. Ja, ja. Er ist jedenfalls verreckt, ist jetzt gerade nahe unseres Hauses noch, knapp 2 Kilometer entfernt und hat eine doppelte Tankstelle gefunden. Patrick, das sind ernste Anzahl... Oh fuck, das ist eine ganze Horde. Ja, das ist eine Horde. Ich kann da jetzt nicht so schnell hochkommen. Außerdem jagt hier gerade noch ein Schwein, das läuft vor mir her. Ich meine, ich habe Sledgehammer, ich wollte es somit erwähnen. Oh. Okay, kaputtes Haus ist schon mal... Ja. 2 kaputte Häuser, das ist schon mal ganz gut. Noch mehr. Holen wir mal eben die Zombies weg. Ja, schieß daneben. Hi, Cheerleader. Zack. Also ich habe jetzt auch was gefunden. Nichts Besonderes, aber 2... kaputte Häuser im Burnt Land. Burnt Land erkennt man übrigens daran, dass sie überall auf dem Boden Kohle ist. Naja, nicht überall, aber relativ viel. Jetzt müssen wir hier erstmal die ganzen Zombies wegholen. Ich hoffe, ich habe genug Bolzen mit. Das wäre sonst bitter. Hm? Na, hast du was gefunden? Nö, nee, ich wurde gerade geschlagen, obwohl er schon tot war. Ja, super. Ich hab nicht mal Zeit, die Zombies zu looten, weil die alle schon mal noch mehr kommen. Fuck. Dachte ich mir auch gerade so, was passiert. Zombie verfehlt. Und ich bin dabei auf ihn zugegangen. Angewohnheit. Bin fast tot. Da kommt ein Dicker, weil ich hab nichts zum Heilen mit. Das ist gut. Ohne Scheiß. Das sind hier zu viele. Ich hab kaum noch Bolzen, also flop. Und flop. So, Nummer 1 und zack. Au. Okay, jetzt bin ich infiziert. Egal. Hier sind echt ein paar. Da ist auch eine Tanke. Gott sei Dank, ich bin einen dicken One-Hitted, sonst wäre ich jetzt verreckt. Das wäre nicht so cool. Wir looten jetzt mal alles flott durch. Ich nehme jetzt einfach mal alles gerade mit. Selbst das Bett. Oh, Kühlschrank. Weißt Nein, was? Ich habe keine Ketten. Spitzhacke mit. Hm? Bist du schon wieder tot? Nein, ich scheiße jetzt einfach auf Essen und Überleben und so einen Scheiß. Ich loot jetzt einfach erstmal alle Autos hier. Jo, vielleicht finden wir noch einen Bohrer oder noch eine Kettensäge. Brass und Car Battery. Nice, sehr nice. Oh, Bücherregal. Hunting Knife Book, ich glaube, das hatte ich schon. Mal gucken. Noch eine Car Battery. Nee. Nice. 20 Lead dürfte das bringen. Ich habe ein paar Eier gefunden. Kaffeebohnen. Moment, wenn wir die schon mal haben. Gucken wir doch mal kurz. Nee. Kannst aus Kaffee scheinbar noch nichts machen. Schade. Und wohl noch. Ja, denke ich mal, genau wie der Bogen. Ein Bogen ist im Spiel schon drin, aber naja, man kann ihn benutzen, aber er ist noch nicht ordentlich texturiert oder sonst was. Hier haben wir noch einen Keller. Ach, scheiße. Oh, lecker Ölfass. Moment, haben wir hier nicht irgendwas anderes, was ich sonst... Nee. Hey, ein Mülleimer. Endlich wieder essen. So, ich muss mal ein Holz anreißen. Da ist nämlich ein kleiner Gun safe. Sexy. Ich hasse es, ganz ehrlich. Ich hätte eine Spitzhacke mitnehmen sollen. Oder TNT. Ach, Blueberries bringen auch noch Leben zurück.
Kann sein. Scheint so. Kriegt wieder Leben. Das ist cool. Mach geil. Das kann ja lustig werden, jetzt mit einer Infektion hier weghacken. Die Ausdauer geht so schnell runter. Aber wir sind hier gerade immerhin zombiefrei, das ist schon mal schön. Eventuell, wenn ich dran denke, lasse ich das hier im Schnellablauf ablaufen, bis wir das hier einmal komplett abgebaut haben. Wahrscheinlich denke ich nicht dran, also dürft ihr sehen, wie ich hier die Wand mühevoll einschlage. Mann, geh doch endlich kaputt, du Holzding. Was? Egal. Genau, Patrick. Alles wird gut. Alles wird gut. Ja. Oh. Wir schaffen das. Nicht. Ohne Scheiß, Leicht. Das Holz hält viel zu viel aus. Ist zwar für Zombies cool, aber ich meine, nee. Hey, sei froh, dass du keinen Frame gefunden hast. Das sind Holzdinger mit Frames. Achso. Scheiße. Mongo. Da könntest du vielleicht sogar recht haben. Ich habe gerade einen Topf gefunden. In der Spüle auf dem Herrenklo. Wollen wir den wirklich noch benutzen? Nee, da machen wir neue. Alter, bis ich das hier weg hab, sterbe ich an Altersschwäche. Du bist jünger als ich. Ja, dann weißt du, wie lange das dauert. Juhu! Na, was haben wir hier denn drin? Hier haben wir Bues. Ja gut, ist jetzt nicht so wirklich viel. Aber jetzt gucken wir mal in den Gun Safe. Na, da bin ich jetzt einmal gespannt. Los, Patrick! Die Zombie-Tusse hat hier gerade einfach mal so eine Tankswalle hochgejagt und ein Loch in die Wand gemacht. Ist doch gut, musst du nichts abbauen. Nein, ich bin drin. Und die kommen jetzt rein. Fuck. Das ist. Die haut das Ding einfach kaputt, weißt du? Das ist weniger gut. Ja. Ich weiß nicht, ob das Ding zusammengebrochen wäre, ne? Ich habe eine Shotgun. Shotgun Short Barrel, Pistol Barrel. Okay, kann ich schon herstellen lassen. Also irgendwas, um das zu vermauern. Eine Couch bringt nicht viel, ne? Minimal. Also ja, es kann schon helfen. Aber die kriegen sie halt auch relativ schnell kaputt und Qualler können da theoretisch schrubber. Ich glaube, das ganze Haus hier wird von dem Kühlschrank gestützt, ey. Oh Mann. Scrap Iron im Herd. Ja, da bewahre ich mein Eisen auch immer. Ich habe gerade Bronze im Dings gefunden, im Mülleimer. Cool. Ja. Das Spiel ist manchmal echt ein bisschen komisch. Ja, das ist ja alles random. Jetzt wollte ich mich schon aufs Klo setzen. Oh, Bücherregal. Na? Levert Henning. Reloading Weekly. Und Hunting Knife. Moment, Hunting Knife hatte ich doch gerade schon. Am Reinkommen. Aber vorher noch da rein. Hatte ich. Wie die anderen. Ah, nice, habe ich jetzt alles gefunden hier. So. Pistol Slide, Pistol Receiver Lead. Brauchen wir alles nicht, ne? Pumpgun, nee. Shotgun, Stock. Hunting Battle. Hunting Rifle Barrel, brauchst du's? Nee. Hab schon alle Formen. Ich glaub, okay. So ich mein neues Hunting Rifle her hab. Ruhe, lass mich dumm sein. Moment, ich muss mal eben nochmal. Topf brauchen wir auch nicht, oder? Was? Topf brauchen wir auch nicht, ne? Nee. Haben wir. Gut, so. Das kann weg. Das kann weg. Haben wir hier sonst noch irgendwas, was ich zerballern kann? Nein. Ist hier oben vielleicht noch irgendwas Schönes? Ein Vogelnest. Ja, das nehmen wir mit. Ah, es ist leer. Und hier ist eine Nische mit einem Loch. Kuckuck. Wow. Hat das Ding vielleicht auch noch einen Keller? Moment. Ach, das ist die Treppe, okay. Nee, ich glaube, das Ding hat keinen Keller diesmal. Oder zumindest keinen mit Eingang. Gut, dann gehen wir doch mal hier Richtung Tankstelle. Nehmen den einen Zombie hier noch mit. Guten Tag. Okay, zwei Zombies. Das Gute ist, ich kann nicht mehr infiziert werden. Immer positiv denken, ne? Oh. Du könntest jede Sekunde einfach sterben. Denk dran, an Tankstellen, das fällt mir gerade ein. Da sind auch so viele rote Fässer, ne? Mhm. Mitnehmen. Benzin. Habe ich bereits. Ich habe ihm gesagt, geil, Oil Barrels. Das sind rote Fässer. Habt ihr nicht zugehört? Ich weiß. Aber ich habe schon vier Stück. Nice.
Ich bin jetzt bei einer großen Tankstelle, jetzt nur eine kleine. Kack. Was ist? Eventuell ist ein kleines Zombie-Problem. Ich glaube, ich sollte einen Vermieter mal benachrichtigen. Genau. Na, schieß drüber. Na? Alter. Aber nett, dass er mir einen Ausgang gebaut hat, ne? Ja, das ist wirklich freundlich. Machen die meisten nicht. Also das ist ein Chili, der sich mit Sprengstoffen auskennt. Interessant, finde ich irgendwie heiß. War klar. Du sagst dir doch immer positiv denken, ne? Ja gut, ist ein Argument. Oh, ja, da sind sie schon durch. Oh Gott, ey. Ohne Scheiß, selbst ein Fett hat ein besseres Aim. Ich hatte eben 30 Zombie-Kills, jetzt 56. Ich hab mit unter 200 angefangen, du. Ja, das ist krass, was hier im Schneebiom alles kommt bei mir noch. Ich hab jetzt eine Tankstelle durch. Okay, ja, ich bin hier gerade auch noch bei einer Tanke. Ich muss mal gucken, ob ich danach überhaupt noch weitergehe. Mein Inventar füllt sich langsam und... Fuck. Hm? Und es geht meinem Charakter nicht sonderlich gut. Hör ich das als Aussage? Hm, als Andeutung, ja. Ach scheiße, ich hab die... Ah, ich hab die, Fuck! Garage ganz vergessen. Tschüss. Hui! Ich war grad fast gestorben. Warum nur fast? Was soll das denn heißen? Jetzt sind halt wieder diese scheiß Wurzbeine. Mach mir Sorgen um dich. Ja, ja. Ja, klar. So, die Oil Barrels packe ich mir ein. Das Wichtige, ich habe nichts Wichtiges bei, gut, muss ich auch nichts vorsorglich wegpacken. Also Benzin nehmen wir, wie gesagt, garantiert mit, das ist echt aktuell fast schon Mangelware. Ich hasse meine heterosexuelle Anziehungskraft. Zwei Frauen, zwei Krankenschwestern. Träum gleichzeitig. Träum du mal weiter. Okay, ich mache einen Screenshot, ich mache einen Screenshot. Okay. Ich bin ein Mann, aber... Den wollte ich eigentlich. Ja, ja. Moment, was? Nichts. Sehr modisch. Und noch eine Krankenschwester. Langsam gehen wir auf den Sack. Hm? Kornzi. Oh, oh, oh. Lange Shotgun. Sehr nice. Können wir die auch herstellen? Vorausgesetzt, ich überlebe das Ganze hier. Alles andere wäre scheiße. Ein Shotgun bringt irgendwie nichts. Ach, geht. Also ich nutze die ab und zu. Ich rede jetzt mal ein bisschen lauter, wenn ich hier hab. Wow. Fuck. Hm? Anfängerfehler. Hab vergessen, erst zu gucken, ob es drin ist, bevor ich loote. Kann vorkommen. Ich weiß. Aber nur dir. Ist dir auch schon passiert. Ein Topf. Nein. Nee, den lasse ich liegen. Grab Iron. Brauchst du doch eigentlich noch. Nö. Eisen haben wir. Enforcer Magazine, Pistol Book, Bücher, Katzenfutter, juhu! Yes! Das Suchen hat ein Ende. Ohne Scheiß, ich mag Katzenfutter. Katzenfutter ist toll. Es ich ist mag so Katzen. Katze. Gebraten. Kocht. Hab ich noch nie probiert. So. Katzensuppe. Pack die Axt halt weg, so. Okay, ich glaube echt nicht, dass ich das hier... Hey, der hilft mir! Mein Gott. So. Dann helf mir halt nicht, hau halt gegen den Beton. Gegen den Beton. Das Ding brauche ich nicht. Das Ding brauche ich nicht. Das Zeug brauche ich nicht. Taschenlampe brauchen wir auch nicht, ne? Nö. Short Iron Pipe. Alles herstellen. Ich finde hier soweit übrigens nichts Interessantes. Suppe. aber ansonsten... Ah, hier geht's jetzt aufs Dach. Okay. Aber hier war doch vor... Ach, das war der vom Dach. Ah. Eier. Ich packe jetzt gerade aber auch eigentlich alles ein, was ich so finden kann, was irgendwo irgendwie nützlich ist, ne? Also ich packe gerade auch Scrap Iron und so ein. Ich werde jetzt gleich wahrscheinlich dann langsam zurückkommen. Weil, naja, ich bin voll. Muss auch zwei Garagen durchgucken und die kleine Tankstelle. Jo.
Ich kann dich abholen. Nee, lass man. Ich bin ja auf deinem Weg. Ja, trotzdem. Ich würde aber sagen, das war's dann erstmal mit der ersten kleinen Aufnahmesession. Ich werde jetzt nur noch zurückdackeln, wenn ich noch was finde. Das werdet ihr dann wahrscheinlich trotzdem erfahren. Ich denke aber nicht, dass ich jetzt noch großartig was finden werde. Also verabschiede ich mich an dieser Stelle, naja, verabschieden wir uns an dieser Stelle und sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein!